Tierkampf hat in Spanien eine lange Tradition und er ist seit Jahren heftig umstritten. Für Matadoren Conchi Rios ist er eine Kunstform. Von 102 professionellen Matadoren in Spanien ist Conchi die einzige Frau. Conchi Rios trainiert in Valencia. Auge in Auge mit dem Stier und immer wieder konfrontiert mit Sexismus in der Macho-Welt der Stierkämpfer. Sie ist gerade mal 26 Jahre alt, doch Conchi Rios zählt zu den am besten ausgebildeten Matadoren in Spaniens. Seit 2011 lebt sie vom Stierkampf, hatte Wettkämpfe in Spanien, Frankreich und Peru. Aber mit dem Erfolg wächst auch der Widerstand, den Conchi Rios zu überwinden hat. In diesem Jahr wurde sie für gerade mal einen Kampf gebucht. Als ich noch eine Anfängerin war, war ich genauso gefragt wie die Männer. Das stimmt schon. Ich meine, ich habe es verdient. Aber inzwischen, als professionelle Matadorin, habe ich weniger Kämpfe als die Männer. Das ist schon schwierig für mich. Das tut weh. Aber ich will nun mal unbedingt kämpfen. Und das überwiegt den Frust. Zu Hause erinnern Bilder an den Kampf, der Conchis Leben veränderte, aber auch den spanischen Stierkampf. Als erste Frau überhaupt erhielt sie die Ohren eines unterlegenen Stiers, eine Ehre verliehen vom Publikum. 11 Mal bin ich von einem Horn getroffen worden. 5 Mal in die rechte Hüfte. 1 Mal ins Handgelenk, 2 Mal in die linke Hüfte, 1 Mal in die Achsel. Außerdem eine gebrochene Hand und gebrochene Finger. Diese Narben werde ich für immer tragen. Aber wie wir Stierkämpfer sagen, das sind Medaillen. Und für mich ist das auch eine Genugtuung. Ich werde oft gefragt, ob ich Feministin bin. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht radikal, auch wenn ich an die Gleichheit glaube und dass Männer und Frauen gut zusammenleben können. Valencias Stierkampfarena, die Plaza del Toros. Conchi begleitet eine weitere junge Frau auf dem Weg zur professionellen Matadorin. 17 Jahre alt ist Alba Navarro, Conchis Lehrling. Alba kam über Freunde zum Stierkampf. Nachdem sie einige Lehrgänge absolviert hatte, nahm Conchi sie unter ihre Fittiche. Pass auf, wir bleiben jetzt mal hier, wegen des Windes. Magst du ihn nicht? Doch, manchmal schon. Ich nutze ihn, um das Tuch richtig zu führen. Vor allem in dieser Position. Hast du das nie ausprobiert? Ich mag das. Warum? Bist du erschöpft? Nein, aber wenn ich mich in dieser Position drehe, dann fühle ich mich einfach stärker. Es wird noch Jahre dauern, bis Alba eine Profi-Matadorin ist, die kämpft und tötet. Heute fließt kein Blut in der Arena. Dafür herrscht an Testosteron kein Mangel. Für die Nachwuchsmatadoren steht heute auch das Thema Sexismus auf dem Lehrplan. Wusstet ihr, dass es Stierkämpfer gibt, die sich weigern, mit mir in den Ring zu steigen? Bei Alba ist das noch nicht so, aber wenn du besser bist, dann wirst du als Bedrohung wahrgenommen. Also nehmen wir mal an, wir sind zu dritt und ich gewinne statt deines Freundes. Das würdest du mir übel nehmen. Warum? Naja, weil deine Einstellung eben ein bisschen... Ja, aber wir stehen beide vor einem Stier. So ist es. Wir tun dasselbe. Aber du könntest ein paar Fehler mehr machen, oder? Ja, klar. Also, dann stell dir mal vor, du mit deinem Ego, das bis hier geht, und dann kommt ein Mädchen, das genauso gut ist oder sogar besser. Okay, das mit dem Machismo habe ich verstanden. Na also. Von Valencias staubiger Stierkampfarena ins elegante Bilbao. Conchi hält einen Vortrag vor Spaniens ältestem Stierkampfverband. Auf dem Weg dorthin wird sie vom Verbandspräsidenten begleitet. Trotz dieser galanten Geste, Conchis Probleme redet er klein.
Na, als Frau können Sie doch inzwischen alles machen, jetzt, da wir überall diese Geschlechtergleichheit haben. Von wegen. Ich will Arbeit, aber ich werde ignoriert. Ach, Sie müssen nur Druck machen. Sie sind eine der wichtigsten Frauen der Welt. Ja, aber ohne Arbeit. Die wichtigste Frau der Welt. Arbeitslos. Quatsch. Sie haben doch Einfluss. Ja, aber ich finde nicht einen Kampf. Das ist nicht normal. Im Club Cocharito erzählt Conchi den Fans, warum sie einfach nicht vom Stierkampf lassen kann. Ich wünschte, ich könnte. Einfach das Handtuch werfen und etwas anderes angehen. Ich schwöre. Es kommt von innen. Ja, deshalb kann ich es nicht. Nur wenn ich im Ring stehe, fühle ich mich als Person vollständig. Auge in Auge mit einem Stier, dann bin ich am glücklichsten. Das ist einfach unbeschreiblich. Wie eine Droge, von der du nicht lassen kannst. Das ist Ihre Form des Ausdrucks. Ja. Haben Sie schon mal ein unmoralisches Angebot bekommen? So etwa wie, wenn du mit mir schläfst, dann helfe ich dir? Um ehrlich zu sein, nun ja, wenn wir hier so zusammensitzen, es ist traurig, aber wahr. Ja, das ist mir schon mal passiert. Das ist nun mal die Wahrheit. Eines Tages schreibe ich ein Buch darüber. Das ist eine ernste Angelegenheit. Ja, aber es kommt nun mal vor. Wieder unterwegs. Wie alle Matadore lässt sich Conchi von langen, erschöpfenden Reisen nicht abschrecken. Von Bilbao geht es diesmal quer durch Spanien in die Region La Mancha, ins Dorf Casas de Benitez. Ein Spanien, wie es nur wenige Touristen zu Gesicht bekommen. Eine Region schwer getroffen von der Finanzkrise und eine Region, in der die Stierkampfindustrie die nächste Matadoren-Generation ausbildet und selbst Teenager in den Ring schickt. Heute hat Alba ihren Kampftag. Dein Zopf muss immer hier sein. Ja, okay. Weil wenn wir kämpfen und vor dem Stier stehen, dann baumelt der Zopf immer so rum. So als ob wir die ganze Zeit hüpfen würden. Wenn du den Zopf feststeckst und etwas darüber legst, dann sieht das einfach würdevoller aus. Das hättest du mir früher sagen können. Die Nachwuchsmatadore treten gegen Jungstiere an, die zwar erst 2 Jahre alt sind, aber bereits 200 Kilo wiegen und daher durchaus gefährlich sind. Hey Leute, schaut mal nicht so traurig aus der Wäsche. Hey, hast du mal einen Moment? Lass mich anfassen. Stell dich nicht so an, Weichei, da ist was. Du hattest ein weißes Ding da, hab's weggemacht. Das nächste Mal pass ich auf dich auf. Unglaublich. Für Alba ist es der dritte Stierkampf, aber der erste, seit sie von Conchi trainiert wird. Bevor es losgeht, muss Alba erst einmal festlegen, wem sie die Tötung des Stieres widmen will. So will es die Tradition. Diesmal geht die Ehre an Conchi. Ich möchte den Tod dieses jungen Stieres dir widmen, als Dank für deine Warmherzigkeit und deine Freundschaft. Um dir zu zeigen, dass du ein Vorbild für mich bist, als Person und auch als Profi. Danke. Muy bien. So ist es richtig. Dreh dich. Eso, espéralo, espéralo. Yeah. Gut, dreh dich. Yeah. Gut. Jeder Matador hat 3 Versuche, den Stier mit dem Schwert zu töten. Aber diesmal gelingt Alba der tödliche Stoß nicht. Dennoch, sie hat Tapferkeit und Kunstfertigkeit gezeigt, so wie es Conchi ihr beigebracht hat. Gut gemacht. Ist aber nicht einfach, was? Der Stier wird außerhalb des Rings getötet und Alba als Sieger gefeiert.
Weiter geht's nach Andalusien. Hier besucht Conchi eine Stierzucht, um die Tiere auf ihre Wettkampftauglichkeit zu testen. Farmen wie diese haben sich darauf spezialisiert, die Tiere auf den Ringkampf vorzubereiten. Conchi führt eine Tienta durch, ein Testkampf, der zeigen soll, ob ein weiblicher Stier tapfer genug ist. Die besten Tiere werden für die Nachzucht ausgewählt. Komm, Schöne. Wer sich nicht bewährt im Kampf, der endet beim Metzger. An alle Fleischesser, diese Tiere sterben. Und sie sterben nicht glücklich. Aber diese Art Stiere haben es noch halbwegs gut. Ihr Leben ist vergleichsweise luxuriös. Ich finde, für ein Tier ist das die epischste Art zu sterben. Denn bis zum letzten Moment kann das Tier mein Leben beenden. Oder eben ich seins. Und im Kampf spielt es keine Rolle, ob du ein Mann bist oder eine Frau. Der Stier jedenfalls macht da keinen Unterschied. Und dann sollte die Gesellschaft das auch nicht machen. Conchi Ríos will weiter die Tradition des Stierkampfs reformieren. Doch vorerst muss sie auf ihren nächsten Wettkampf warten und sich weiter vorbereiten, trainieren, innerhalb und außerhalb der Stierkampfarena.